Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgique Profonde. Ich habe gerade noch den Rest an Milch weg oder abgeladen lassen, bevor der Hänger jetzt wieder zum Hof fährt. Lass mich genau, wir wollten hier noch ein bisschen weitermachen. Ich habe dieses Mandel Attach jetzt wieder rausgenommen, weil es wohl, wie gestern besprochen, nicht funktioniert hat mit einigen Sachen ankuppeln, abkuppeln. Machen wir es halt so auf die altbewährte Art und Weise. Ne? Was ich auch noch machen muss, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, ich muss dieses an der BGA muss ich ein bisschen umladen. Da müssen wir unbedingt machen. Ich weiß, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich muss dringend den Mix wieder machen. Ich habe es nicht vergessen. Genauso wenig, wie ich das Wasser vergessen habe. Ich weiß das alles. Und die Maschinen laufen auch nicht. Das weiß ich auch, danke. Aber ich kann leider nicht so viel auf einmal machen. Das geht einfach nicht. Ich habe nichts vergessen. Es kommt alles zu seiner Zeit. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen fertig machen, weil sonst haben wir überall offene Baustellen hier. Und das ist auch kacke. Aber es wird alles gemacht. Versprochen, es wird alles gemacht. Vorzu, also immer wieder mal etwas. Aber es dauert eben alles seine Zeit, ne? So, den können wir hier abstellen. Den Fan werden wir jetzt ganz kurz hier reinstellen. Da geht er nicht im Weg um. Und das passt dann auch. So, passt, oder? Wieder was erledigt. Den Schwader können wir jetzt hier abkuppeln, weil wir haben das manuelle Attach rausgenommen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Das Schneidwerk muss ich bei Gelegenheit mal hochholen. Ah, nicht das Schneidwerk. Das Mähwerk, so will ich es eigentlich formulieren. So, steht auch ganz gut. Gut, du musst hier weiterfahren, bitte. Dann den hier, den können wir eigentlich noch lassen. Der Hanomag, da ist Hanomag. Oh mein Gott, ich werde das nie merken. Also, wer sich jetzt sagt, okay, irgendwann versteht er schon, nee. Das wird er sich nicht verstehen, weil das ist einfach... Jahrelang habe ich den Namen falsch im Kopf gehabt und der wird sich jetzt auch nicht mehr so schnell ändern. Ich fand die Resonanz ganz gut von euch für den Hanomag. Ich finde den wirklich gut. Weil es ein älteres Modell, ja. Ist aber... Hat alles, was man so braucht, ne? Und deswegen habe ich den... Finde ich den ganz gut. Also ich möchte jetzt eigentlich nur das vom hinteren Silo in das Silo hier packen, da wir... Da ich natürlich alles gären möchte und nicht nur so ein bisschen. Deswegen wird hier alles mitgenommen. Ne? So, jetzt müssen wir ganz kurz hier mit auffüllen. Genau, hier sind wir. So, dann machen wir... genau, dann wird das Ziel abgedeckt und der Hanomag wird... Hanomag... Ich sag... Nee, wisst ihr was? Ich nenne ihn einfach Hanomag. Weil, ist halt so meine Art. Ne? Ich freue mich dann schon, dass wir mit dem dann arbeiten können. Das heißt, ich kann die Silage, die im Hof ist, kann ich wirklich so für die Kühe oder die Tiere verwenden, so die so rund um den Hof sind. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Ne, hat so gerade so nicht Platz. Aber ist natürlich auch kein Problem für uns. So. Passt. Leer. Das sehe ich gerne. Das, wenn das erledigt ist, das ist wirklich, finde ich sehr, sehr gut. So. Gut, gut, gut. Das geht mir noch hier rein. Dann gucken wir nochmal. Achso, da muss ich nochmal anmachen. Verzeihung. Dann gucken wir nochmal, was das hier so auf sich hat mit Verdichten. 98%. Ist meines Erachtens ganz okay. Ich glaube, 100 ist sehr, sehr schwierig zusammenzubringen, aber ich glaube, es ist so okay. Das können wir eigentlich abdecken. Jawohl, passt auch. Dann fahren wir hier in die Halle rein, weil da kann er ruhig stehen bleiben in der Halle. Ist nichts Schlimmes. So, hier haben wir... Oh, hier können wir dann bei Gelegenheit was reinkippen. Wie man sieht, ist wieder weniger geworden. Zuerst muss ich aber den Tatra losschicken. Weiterfahren. Ich habe immer noch nicht, ich habe immer noch nicht den... Ich habe ja gesagt, ich möchte im Giants Editor das eine Auto entfernen. Habe ich noch leider jetzt keine Zeit dafür gefunden. Weil da wird aber die Tage passieren. So, hier haben wir ja damals so einen Haufen platziert, weil ich nicht den Hänger hier lassen wollte. Ist aber schon ein paar Folgen her wieder. Also bestimmt schon 5, 6 Folgen. Und jetzt machen wir das halt jetzt, ne?
Weil da können wir jetzt schön mit dem Hanomag das hier reinkippen. So. Und dann läuft das auch. Deswegen, ja, habe ich eigentlich den genommen damals, weil ich mir gedacht habe, gut, der macht das bestimmt sehr, sehr gut. Und das passt dann auch. Oh. So. Dann holen wir noch eine Schippe, sage ich jetzt mal. Also BGA muss immer voll sein. Oder er muss immer gut was drin sein. Weil natürlich, das unsere Geldquelle Nummer 1 ist. Beziehungsweise auch wir sehr, sehr viel dafür gemacht haben, muss man auch offen ehrlich sagen. Und ja. Da werde ich auch dran festhalten. Glaube ich, kann man schon so formulieren, weil ja, das eigentlich einfach verdientes Geld ist, sage ich mal. Wenn man die Maschine hat, ist das wirklich einfach verdientes Geld. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Oder besser kann man es nicht beschreiben. Den Hanomag habe ich auf auf Forbidden Mods habe ich den gefunden, tatsächlich. War schon gesehen, dass da ein paar Leute, die Originalschaufel habe ich nicht gefunden, weil da ein paar Leute gefragt haben, auf dem Foto ist so eine beige-orangene Schaufel, habe ich nicht gefunden. Ist aber nicht so schlimm, weil Schaufel ist Schaufel, ne? Und ich mag die Schaufel eigentlich ganz gern, weil die sehr viel mehr Sachen laden kann, als wie ich eigentlich benötige. So. Gut, das lassen wir jetzt mal so. Das heißt, wir lassen das mal so. Es ist voll oder müsste voll sein. Die Anzeige haben wir. Wo haben wir die Anzeige gehabt? Hier haben wir sie. Derzeit kein Anspruch auf Güllebonus, ist auch okay. Das passt. Füllrate 70%. Kennen wir die Füllrate? Ne, sollte auf 70 sein, glaube ich. Das passt ja nicht. Okay, ich möchte nichts. Ich möchte nicht beschweren oder irgendwas, gar nicht. So, der Schlauch ist natürlich auch mega, egal. Okay, dann könnten wir mal das Förderband wegstellen. Beziehungsweise könnten wir eigentlich jetzt mal anfangen. Nee. Oder? Lass mal gucken, ob wir das Förderband wegbekommen. Mit dem hier. Weil, ich möchte Silo natürlich wieder zudecken. Jo, das funktioniert sogar. Sehr gut. Stellen wir nur ein bisschen an die Seite ran. So. Und damit, es geht ja nicht nur darum, dass wir den schließen können, den Silo, damit das nicht vergammelt, ne? Ihr kennt mich ja, da bin ich ein bisschen empfindlich. So. Perfekt, das war's schon wieder. Dann können wir hier das ganz beruhigt so schließen. Passt. Dann, du kannst jetzt wieder nach Hause fahren, da warte ich dann auf dich. Und dann können wir jetzt erstmal, den Terra-Variant kaufen. Das muss jetzt auch sein. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir das Ballen pressen sollen, aber es geht nicht, weil ich jetzt gucken muss, dass das schnell, so schnell wie möglich passiert. So. Terra-Variant 600 Echo wird gekauft. Haben wir gekauft. Sehr gut. Da holen wir uns jetzt gleich den Gülleaufsatz. Ich hoffe, dass der nicht zu teuer ist, ne? Oh, 54.000. Oh, noch 12.000. Okay. Ja. Der Mistaufsatz ist nicht billiger, glaube ich. 43.000. Aber da müssen wir wieder befüllen, ne? Das ist wieder die Kacke mit dem Befüllen. Und, nee, ich mache das mit der Gülle. Ich finde das eine super Sache, weil da ist gegrubbert auch gleich. Kaufen. Und den kaufen wir auch gleich noch. So, jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, wie immer. Nö, könnte es anders sein. Aber wir haben ihn gekauft. Verdammte Axt. Endlich haben wir ihn jetzt hier gekauft. Da ist er. Da ist er, das wunderschöne Ding. Ich finde den mega nice. Mega nice. Und ich sag mal so, ne? Die Hauptmaschine haben wir jetzt. Und der Rest ist eigentlich nur Kinderkacke. Weil, es passt einfach. Zack. Dann werden wir gleich das Heck, also dieses, das Grober hier mitnehmen. Weil das Geile ist natürlich, wie ich finde, du kannst den auch auf Helfer laufen lassen. Und er macht das einfach super, super. Deswegen bin ich so begeistert von dem Ding gewesen. Und ich bin echt froh, dass wir ihn jetzt endlich haben. Okay, dann werden wir mal Gülle auffüllen gehen. Und
dann auch zu den ersten Feldern gehen und die dann natürlich düngen und bearbeiten, damit dann die Sämaschine fahren kann. Ist ja ganz klar. Weil der kann eigentlich, oh, ich freue mich gerade richtig. Das Ding kann immer in Einsatz sein. Das ist scheißegal, hätte ich fast gesagt. Und wenn jetzt erstmal die Milch weg ist, wir werden jetzt noch einen Hänger Milch verkaufen oder zwei, mal gucken. Dann kann das Fass dafür verwendet werden, dass wir so eine Art Güllezubringer bauen. Oder ich nehme das andere Fass, wir haben noch ein Fass im Lager. Und dann läuft das. Weil dann stelle ich das Fass irgendwo hin, kann befüllt werden und dann ist da praktisch nonstop Arbeit. So, hier haben wir unser neues Schmuckstück. Ich finde, die Front ist ein bisschen massiv, ich finde, aber sonst ein wunderschönes Teil. Wunderschön. Rundumleuchte auch sehr, sehr gut. Und ich habe auch gesagt, ich werde mir alle Aufsätze kaufen für das Ding hier. Den Gülle haben wir jetzt schon mal gekauft, aber der Rest wird natürlich folgen. Weiß gar nicht, wie viel hier reingeht. So, den lassen wir jetzt mal ganz kurz hier so stehen. Dann werden wir gleich den nächsten Patienten machen. Der sollte gleich hier hinten ums Eck kommen. Silage fehlt, Gras fehlt, ich weiß. Aber hier ist doch Gras drin, oder? Ne? Okay. So, da ist er schon. Können wir das Tor hier hinten aufmachen oder ist noch zu früh? Ja, ein bisschen weiter geschoben. Geht aber. Okay, Gülle wird aufgefüllt. Gut, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht, bald zu pressen, weil ich muss jetzt erstmal die Gülle wegbringen. Beziehungsweise nicht wegbringen, sondern ja, aufs Feld bringen einfach. So, perfekt. 21.000 Liter knapp. Das ist eigentlich eine ganz gute Anzahl. Und dann werden wir den gleich mal losschicken. Nicht allzu weit weg. Weil natürlich wir noch keinen Überladewagen. Vielleicht haben wir doch einen. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Doch, es sollte eigentlich mit dem Fass funktionieren. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt am Anfang kann er eigentlich ruhig alleine machen. Ich habe auch schon eine Version gesehen, wo ich den Arm bewegen kann. Ich glaube, das kann ich mit dem nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Okay, egal. Nicht so schlimm. Ich werde es überleben, auch ohne Arm. So, dann fahren wir hier mal rum. Ich glaube, ich lasse ihn das große Feld zuerst machen, weil da wieder Mais drauf kommt. Natürlich kommt da mal wieder Mais drauf. Weil natürlich dann in weiterer Folge die BGA auch wieder gefüttert werden muss. Aber da sind wir noch weit weg, aber ich möchte es nochmal gesagt haben, ne? So, dann können wir jetzt gleich hier anfangen lassen, ne? Das ist ja das Schöne an dem großen Ding hier. Es ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Weil das ist jetzt eigentlich Güllegrubbern. Und Güllegrubbern ist eines der besten Sachen, die es gibt, glaube ich. So, und er grubbert. Er setzt, ihr seht es hier. Gülle wird eingespritzt und es wird gegrubbert. Ne? Was, ich weiß nicht, was ich mir mehr wünschen kann. Und vor allem, es ist noch real, ne? Weil das Ding gibt es in echt. Ah, schön. Schön. Es ist einfach schön, wenn es läuft. Und vor allem, wenn wir für die letzten harten Folgen, möchte ich fast sagen, jetzt endlich mal eine Belohnung sieht. So will ich es fast schon sagen, ne? Schön, 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 schön. So, wir haben eigentlich so gut wie alles erledigt. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen im Magen liegt, sind die Ballen. Aber die werden wir dann jetzt auch zumindest heute anfangen zu machen. Und das nächste... Hoppla. Und das nächste Mal dann... Was jetzt schon wieder? So. Wie haben wir dann das eingestellt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ballenpresse, ja, Ballenpresse sowieso anmachen, das ist klar. Aber da war doch noch etwas mit Wickeln oder nicht Wickeln, ne?
Bin mir da jetzt gar nicht mehr sicher, was wir da jetzt gemacht hatten. Ballenwickeln ist aus. Sehr gut. Hoffe ich zumindest, dass es aus ist. Hey, ist das jetzt die... Okay, da müssen wir testen. Im schlimmsten Fall wird jetzt ein Ballen gepresst. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht, deswegen... Nee, wird rausgekickt. Passt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay. Nee, wir machen dann das nächste Mal hier weiter. Ich muss es hier so stehen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin sehr glücklich über das, was heute passiert ist, ganz ehrlich gesagt. Weil den Variant 600 haben wir uns gekauft. Wir haben sehr viele andere Sachen erledigt. Und ja, mach schon ein bisschen stolz drauf, ne? Okay, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einer neuen Folge auf der Belgische Fronte um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Ciao.